Hallo zusammen. Bei dem heutigen Videoclip möchte ich Ihnen das Hämorrhoidalleiden oder die Hämorrhoidalerkrankung näher bringen. In den westlichen Industrieländern ist es eines der häufigsten Erkrankungen, weswegen Patienten die Praxis oder das Krankenhaus aufsuchen. Was sind aber Hämorrhoiden? Hämorrhoiden gehören zum normalen Analtrakt und sorgen dafür, dass die Feinabdichtung, dass keine Gase, keine Flüssigkeit aus dem Schließmuskel austreten, wenn wir es nicht wollen. Hämorrhoiden sind eine Verbindung zwischen Venen und Arterien, die sich immer dann abdichten, wenn wir nicht willkürlich daran denken. Wie kommt es dann zu einer Erkrankung? Wenn die Venen sich praktisch ununterbrochen füllen durch erhöhten Druck im Bauch, wie zum Beispiel bei der Schwangerschaft oder Adipositas oder bei chronischer Verstopfung, können sich die Venen nicht mehr entleeren und bleiben in einem gefüllten Zustand. In diesem gefüllten Zustand wird die Darmschleimhaut immer empfindlicher, kann anfangen zu bluten, insbesondere wenn fester Stuhlgang über die Schleimhaut vorbeikommt und man stark pressen muss. Zudem kommt, dass die Aufhängung dieser hämorrhoidalen Polster, dieser Blutgefäße, im Laufe der Zeit tiefer tritt. Das heißt, wenn eine Stuhlentleerung auftritt, kann es passieren, dass Schleimhautanteile, die Hämorrhoiden, plötzlich vortreten. Dann spricht man vom Hämorrhoidalleiden. Dazu kann kommen, dass man ein bisschen Flüssigkeit verliert, ein bisschen Luft verliert, man empfindet Juckreiz, es entstehen Ekzeme, sodass dann spätestens Sie zu uns kommen und über Symptome klagen. Was kann man jetzt gegen Hämorrhoiden tun? Die Therapie von Hämorrhoiden erfolgt immer stadiengerecht. Das heißt, es gibt Einteilungen von nicht so schlimmen Hämorrhoiden bis sehr schlimmen Hämorrhoiden, Grad 1 bis 4. Und entsprechend dieser Stadien erfolgt immer die Therapie. Das heißt, es kommt zu Stuhlregulierungen, man empfiehlt, dass der Stuhlgang weich ist, man empfiehlt eventuell kleine Eingriffe, die man ambulant durchführen kann, sogenannte Gummibandligaturen oder kurzstationäre Aufenthalte, an denen die kompletten tiefer getretenen Hämorrhoidalpolster nach oben gezogen werden, wo sie hingehören, und die Symptome damit behoben sind.